Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 4. Juni 2018. Und wir haben wieder eine Reihe toller und interessanter Neuigkeiten. Und die erste richtig große News ist, die McCallan Brennerei ist jetzt eröffnet. Seit dem 2. Juni ist sie der Öffentlichkeit zugänglich und die neuen 36 Brennblasen können von jedem begutachtet werden. Es gab eine große Feier mit Lichtershow und allem Drum und Dran. Und auch für uns war jemand vor Ort und hat einen schönen Bericht geschrieben. Also schaut einfach mal auf whisky.de vorbei und guckt euch in die News-Section. Dort findet ihr alle interessanten Informationen über die Brennerei. Das Schöne daran ist, die alte Brennerei musste jetzt einstellen, wird aber eingemottet und nicht abgebaut. Das heißt, wir werden das alte Equipment, kann man sich immer noch anschauen und sehen, wie McCallan früher produziert hat. Ja, zweite interessante Sache ist, der Ardbeg Groves geht bald in den Verkauf. Am 9.6. können Sie auf whisky.de auch hier den Groves mit 43% kaufen. Ja, als nächstes haben wir die neue Brennerei bei Cruggan in Cairngorms mitgebaut. Und das ist eine neue Brennerei, die von den Besitzern von Gordon MacPhail und Ben Romach gebaut wird. Und sie soll sowohl Lagerhäuser als auch Besucherzentrum bekommen. Und das Cairngorms ist dieser schottische Nationalpark. Wenn man von Edinburgh Richtung Speyside fährt, fährt man zu 90% immer über die Strecke durch den Cairngorms Nationalpark. Baubeginn ist für 2019 geplant, jedoch gibt es noch keine Baugenehmigung, also ist es noch so, kann man noch ein wenig als Gerücht betrachten. Aber wir werden sehen, falls es Neuigkeiten darüber gibt, werden wir sie natürlich auch über dem Laufenden halten. Als nächstes gibt es eine kleine andere Geschichte, es ist so eine Initiative für Bildung, und zwar, das muss ich jetzt ablesen, Art nach Huran finanziert Bildung junger Menschen mit Whisky. Und zwar funktioniert das so, man kauft ein Fass in jungen Jahren, lässt das ganze Fass lagern und verkauft es dann wieder zurück an die Brennerei. Und dadurch kann man ein Invest tätigen, den man dann später beim Erlös für die Bildung junger Menschen braucht, die dann irgendwo in die Universität gehen müssen und dadurch ihre Studiengebühren finanzieren. Ja. Als nächstes haben wir noch eine Neuigkeit für den Balvenie. Und zwar gibt es eine 25-jährige Anniversary Edition des 12-jährigen Doublewood. Das ist eine limitierte Jubiläumsausgabe. Also Achtung, es gibt nur begrenzt viele Flaschen. Es ist der gleiche Whisky wie in der Standardflasche, aber es hat natürlich tolles Label und feiert den 25-jährigen Geburtstag des Balvenie Doublewood. Ja, soweit zu den Scotch News und jetzt kommen wir noch nach Österreich. Kennen Sie bis jetzt den neuen Whisky Rauchkofel aus Österreich? Das ist ein junger Whisky aus einer alten Familienbrauerei in Osttirol und die brennen seit 1643 in 12. Generation. Das ist wirklich sehr, sehr alt, also das ist auf dem Niveau von Bushmills. Und jetzt kommt dieser Whisky auch nach Deutschland. 0,5 Liter. 43% und limitiert auf 1167 Flaschen. Wen es interessiert und jemand, der gerne sich mal österreichischen Whisky probiert, der schaut einfach mal auf whisky.de/shop vorbei. Und das war's mal wieder heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.